Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Modern Combat 5 Blackout, wie anscheinend der vollständige Name ist. Naja, wir sind hier wieder im Menü. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir haben hier ein paar neue Waffensets. Wir haben hier einmal den Scharfschützen und die schwere Einheit. Ich glaube, den Aufklärer hatten wir direkt von Anfang an, oder? Ja, ne, den hatten wir auch von Anfang an. Also der ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ich habe bei denen, ich habe auch ein paar neue Waffen. Also unter anderem habe ich hier eine neue Pistole. Die alte ist jetzt übrigens auch auf MK1, weil, naja, ich hatte genug Teile für sie. Und dementsprechend habe ich das dann bei der gemacht. Und wie ich gerade merke, habe ich hier bei der hier noch nicht die Handgranate geändert. Ich mag nämlich die hier sehr gerne. Und ja, für unseren Schützen haben wir keine neue Waffe. Und ich kann das Teil immer noch nicht upgraden, was mich sehr freut. Bei den Waffensets haben wir hier halt eben das Standardgewehr. Ich habe aber hier noch das zweite, so ein anderes Gewehr. Das können wir auch eigentlich direkt auch gleich ausrüsten. Habe ich eigentlich? Ja, ich habe sogar für ihn gleich sogar ein paar Sachen, die ich für ihn benutzen kann. Das trifft sich gut. Schalldämpfer möchte ich ungern drauf machen. Dagegen habe ich immer was. Ja, der ist ausgerüstet. Shotgun. Habe ich auch direkt hier die zweite, auch auf MK1. Und dann habe ich noch die hier. Die hier habe ich, da habe ich auch schon ein paar Kleinigkeiten. Ne, wie man sehen kann, aber ich will die nicht benutzen, ich will die hier benutzen. Für die hier habe ich noch nichts, oder? Ja, ja, für die habe ich absolut nothing. Okay. Shotgun sieht schön aus. Hier, da ist die Standardwaffe, oder? Haben wir hier noch eine Grube 37 und noch eine Verso 9. Ich glaub, oder heißt es Vers 09? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt Verso. Oder? Könnte beides sein. Ich weiß es nicht. So, hier haben wir auch nichts für ihn. Sieht schlecht aus. Ja, das sieht schlecht aus. Egal. Das sind halt eben so die ganzen Sachen. Ich habe mir übrigens auch schon ein paar Kisten gekauft. Und ich bin... Nein, ich will kein Video schauen. Und ich bin jetzt auch in der Platin-Liga. Ist relativ einfach. Ich weiß jetzt nur nicht, soll es so einfach sein? Oder... Ja, keine Ahnung. Habe ich einfach Glück mit den Gegnern. Und was ich auch noch fragen wollte ist, soll ich auch mal die Kampagne spielen? Das Spiel hat ja eine Kampagne. Ich glaube, die habt ihr ja bis jetzt noch nicht gesehen. Nee, in der einen Folge, die ich bis jetzt gemacht habe, hat man sie ja noch nicht gesehen. Gibt auf jeden Fall eine. Und da ist halt eben die Frage, soll ich die mit aufnehmen? Soll ich sie mit zeigen? Oder soll ich nur so ein PvP zeigen? Beides hat Vor- und Nachteile. Ich meine, PvP ist natürlich deutlich interessanter. Sorry. So. Welche Einheit nehmen wir denn? Wir können ja mal hier... Ah, stimmt, das habe ich auch vergessen zu zeigen. Ich habe für den ja auch noch ein paar... Was? Okay, die ist nicht vollautomatisch. Ich habe für den ja noch drei andere Waffen, habe ich für den ja auch. Habe ich ganz vergessen. Und irgendwas sagt mir, dass ich bei solchen Gegnern nicht den nehmen sollte. Ich will den hier nehmen. Danke. Okay. Ja, 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 schön. Wundervoll. Gott, was ist wieder mit der... Dieses Spiel ist jetzt mittlerweile so komisch empfindlich. Ich habe die Mausempfindlichkeit komplett runtergestellt. Dennoch ist das Spiel unglaublich empfindlich, was Mausbewegungen angeht. Weiß nicht warum, ist aber so. So. Wir müssen jetzt halt eben wieder erstmal da... Ein paar Kills machen. Wir sind ja jetzt leider zweimal draufgegangen. Das ist nicht von Vorteil. Oh Wunder. Hier, damit sind wir schneller.
Und zwar dann keine so hohe Feuerkraft mehr, aber wir können uns wenigstens etwas schneller bewegen. Was ich auch ehrlich gesagt etwas lieber mag. So. Wie kommen wir eigentlich hier? Habe ich das mal ausprobiert, ob man hier in die Röhren reinkommt? Ich glaube ja, und man kann es nicht. Das hätte ich nicht machen sollen. Hallo? Da einer. Sieht nicht so aus. Ja, das mit dem Messer ist immer so eine Sache. Ich kann das leider noch nicht komplett. Also das mit dem Messer, das ist so... Ist zwar ganz nett, aber ich kann es nicht. Beherrsche es einfach nicht. So, ich weiß, man muss an den Gegner komplett nah ran, aber naja. Ist halt eben so, ich krieg's nie gebacken. So, ist hier jemand? So, ich hätte natürlich auf den zurennen können und den dann auch versuchen können zu messern, aber ist halt eben nie eine Garantie. Mist. Na, wir sind immer noch negativ. Toll. Hier rennt irgendwo ein Gegner rum. Ist nur die Frage, wo. Oder sie haben sich beide gegenseitig eliminiert. Die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich auch. Hallöchen, da ist eine Mine. Auf die habe ich jetzt nicht so viel Lust. Mir ist nicht so sehr. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm. Na, endlich. Und wir gehen drauf. Ja. Aber immerhin, ich hab's geschafft, ihn zu messern. Dass das auch immer so lange braucht. Es braucht immer beunruhigend lange, da nachzuladen. Also da... Mist. Da... Ich sag mal einfach zu beenden und ich sollte nicht so oft da sagen. Hallo. Das war knapp. Ich sollte bei sowas immer zur Pistole wechseln. Das geht einfach schneller mit der. Man bewegt sich einfach schnell, man kommt schneller zum Gegner hin. Und eventuell sollte ich auch nicht einfach geradeaus nur laufen. Nur geradeaus laufen. Sondern eventuell auch einfach mal im Zickzack. Was ich auch nicht mag, ist, dass man, wenn man so hinter jemanden herläuft, dass man den dann nicht messern kann. Man muss entweder frontal auf ihn zurennen oder er bleibt mal kurz stehen. Aber ansonsten kann man den nicht messern oder kann man das? Ich weiß es nicht, weil ich habe das einfach nie hinbekommen. Ich habe es einfach nie hinbekommen, jemanden zu messern, hinter dem ich herlaufe. Selbst wenn ich direkt hinter ihm dran klebe und nicht an ihm vorbeikomme, einfach weil ich schneller bin als er. Selbst dann geht es nicht mit den Messern. Was ich nicht verstehe. Mache ich da irgendwas falsch, oder? Geht es einfach generell nicht. Okay, das ist ein Gegner. Das war knapp. So, die möchte ich am liebsten auch mit dem Messer killen. Menu, 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 Menu. Ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Hier, das meine ich. So, jetzt. Endlich. Wenn man gerade keine Zeit hat, nimmt man einfach die Pistole. Oder macht es einfach so, wenn er schon zu einem hinkommt. Ich meine, wenn er ja schon zu mir hinkommt, dann kann man ihn ja auch einmal zur Begrüßung auch einfach umarmen. Oder?
Obwohl, nee, man schüttelt ja eher einfach nur die Hand. War das jetzt gerade zweimal derselbe, den ich jetzt gerade gemessert habe? Es wäre etwas traurig. So, und deswegen... Ich hab da was gerade gehört. Ah, da hat doch gerade jemand geschossen. Hm? Ich hab doch was gehört. Hallo! Warum bin ich jetzt unaufhaltbar? Von wegen, ich bin unaufhaltbar. Warum war das ein Kopfkill gerade? Der war hinter der Wand. Naja. Oh. Runde ist vorbei. Okay. Natürlich bekommen wir mal wieder keine Kiste. So, ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Diamantstaub machen kann. Also anscheinend kann man sich damit irgendwie eine Demo-Version von einer Waffe holen. Aber das war's gefühlt auch schon. Also mehr als eine Demo-Waffe kann man sich nicht holen. Oder geht doch mehr? Habe ich da einfach wieder mal was übersehen? Ich weiß es nicht. Kann sehr gut sein, dass ich da was übersehen habe, weil ich meine, wenn man wirklich nur, nein, hier bin ich nicht hin, wenn ich mir wirklich nur die Demo-Version holen kann, so, hier sehen wir nochmal die anderen Waffen, die habe ich vergessen zu zeigen, ne, sind nur ein paar, und ich weiß jetzt nicht, den oder den, ich glaube, wir nehmen den, oder, du bist doch ein Raketenwerfer, oder? Du siehst mir sehr gut nach einem Raketenwerfer aus. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das hier ein Raketenwerfer ist. Das ist schon mal klar. Ich nehme jetzt einfach mal den und mal schauen. Eventuell ist es einer, vielleicht ist es keiner. Ich weiß es nicht. Wir können ja natürlich auch mal nachgucken. Bei Outfits anpassen. Nein. Hier so haben. Ich möchte gerne selber, ich sag jetzt einfach mal verzieren. Was? Ah ja, genau, hier der neue Helm. Der mich nicht sonderlich interessiert. Vor allem, welchen Helm ich gerne haben würde. Ist ja der hier. Leicht vergrößerter Nahkampfradius. Den hätte ich wirklich gerne. Weil ich glaube, ich werde in Zukunft auch mehr auf den Nahkampf gehen. Hier habe ich natürlich keine Weste. Nein, habe ich nicht. Eine. Da habe ich ja nur die eine, ne? Ja. Da habe ich nur die. So, ansonsten... Arme. Warte. Nein, nix. Und, ja. So. Du siehst jetzt wunderschön aus, du kleines Schreckgespenst. Können wir jetzt den noch kurz ausrüsten. Nehmen wir auch wieder den. Obwohl, hier könnte tatsächlich die Maske von Vorteil sein, weil der hantiert ja selber mit dem Sprengstoff. Bei dem wäre es ja tatsächlich eine Überlegung wert. Aber ich glaube, ich nehme hier auch wieder dieselbe, oder? Was vor allem heißt Waffenpunkte? Was ist mit Waffenpunkte gemeint? Sind damit die Werte generell gemeint, die reduziert werden? Weil das wäre für mich ein zu großer Downside-Effekt. Oder ist damit nur der Schaden gemeint? Ich habe keine Ahnung. Hier habe ich ja auch nichts. Nein, hier habe ich auch nichts. Kann ja sein, dass ich da irgendwas persönlich für die habe. Hier habe ich ja gerade schon geguckt, ne? Ja. So. Sehen diese ganzen Witzbolde alle gleich aus. Wunderschön. Nur dich haben wir noch nicht. Oh. Da habe ich schon was. Dann, okay. Einfach ausrüsten. Mal wie. Oh, okay. Dann kann es sein, dass eventuell der hier, wenn ich tatsächlich da auf Messerangriffe gehen möchte, kann es sein, dass der hier dafür die beste Lösung wäre, weil ich meine, der sieht mir jetzt eigentlich schon ganz flink aus. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die haben ja auch noch die ganzen Fähigkeiten. Ja. Wir haben gerade wieder ein bisschen gespielt. Und wie schon gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare,
Wie sieht's aus? Sollen wir auch mal die Kampagne spielen? Also soll ich sie hier mit in dem Let's Play zeigen oder nicht? Weil ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall mehr spielen werde. Dementsprechend, ich weiß nicht. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil da gibt es so ein paar nette kleine Gratis-Sachen. Da haben wir eine Waffe und dann scheint man hier noch so ein komplettes Outfit zu bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann natürlich sein, dass ich hier wieder was missverstehe, was bei mir natürlich typisch wäre. Aber okay. Und dann würde ich sagen, ciao bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen!